Boom, bada, bada. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, es ist Sonntag, der dritte Advent und ich habe mich heute schon beschenkt. Boah, geiler Satz, den habe ich mir vorhin so ausgedacht, ne? Ja, also, um auf dieses Logo sprechen zu kommen, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein kleines Video, passend zum dritten Advent. Kurz und knapp. Ja, ich habe mittlerweile sehr, sehr viel Spaß an dem Kanal und deshalb habe ich gedacht, es muss ein bisschen was Neues her. Ja, das Logo habt ihr bestimmt schon des Öfteren jetzt gesehen, ist auch in allen Thumbnails mittlerweile drin bei mir hier, wenn wir mal auf den Kanal gucken, ne? Also da oder hier oben rechts, da oben auch rechts, hier unten links wieder, da an der Seite ist es auch. Und das hier bei Suzuki Jimny, übrigens mein beliebtestes Video, 58.200 Aufrufe. Wenn alle Videos so wären, da würde ich mich drüber freuen. Ja, da ist noch das alte Logo. Da habe ich nämlich immer das Dreieck hier immer in einer anderen Farbe gemacht. Das war damals so, weil ich mit Real ein bisschen was zusammen gemacht habe. Und Real hat dann dieses Logo damals für mich entworfen. So, jetzt habe ich aber einen guten Freund von mir gefragt, den Jan. Und der hat dieses Logo für mich entworfen. Jetzt habe ich mir das auf ein, zwei T-Shirts gedruckt und habe mir das auf einen Pulli gedruckt und auf eine Weste gedruckt. Ich wollte halt einfach so eine Einheit irgendwie haben, ne? Und so, es ist ja für mich mittlerweile so eine Arbeit und wenn ich zur Arbeit gehe, dann würde ich ja meine Arbeitsklamotten anziehen, deswegen habe ich das Ganze so gemacht. Ja, und dann passt natürlich auch das hier nicht mehr, also hier MF Test Drive und da MF Test Drive. Deswegen wird heute alles neu gemacht. Das Banner kommt neu. Ihr habt gemerkt, es gibt noch gar kein Intro, ne? Es gibt ein neues Intro mittlerweile, das geht so. Das wird mein neues Intro sein, was jetzt immer läuft, wenn ich eine Begrüßung mache oder vielleicht sogar auch immer am Anfang läuft, das weiß ich noch nicht so genau. Aber das ist auf jeden Fall mein neues Intro, denn das alte passte auch nicht mehr. Ich hatte ja vorher einen anderen Kanal und da sind auch viele Bilder aus dem anderen Kanal und da habe ich ja eigentlich mehr Vlogs gemacht, anstatt als über Autos zu reden. Und deswegen habe ich gedacht, passt das jetzt hier viel, viel besser rein. Dann gibt es einen neuen Kanal-Trailer. Also wenn man hier auf, ich weiß gar nicht, Kanal anpassen geht, wir gucken mal eben, dann ist das hier mein Kanal-Trailer. Aber ne, wir gehen mal zum Kanal. Ich glaube, das ist... So, dann läuft ja bisher immer das hier. Ich habe ihn schon lange nicht mehr bis zum Ende gesehen und ich habe mich jetzt gerade ziemlich mit der Maus kurz reingefahren. Ich habe mich gewundert, geht doch sehr, sehr lange. Ja, aber was das größte Problem von diesem Kanaltrailer ist, es ist halt einfach nur ein Auto zu sehen. Ich spreche, aber man hört nichts und das ist so ein bisschen verwirrend, glaube ich auch immer. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen Kanaltrailer und den gucken wir uns erstmal an und dann sprechen wir drüber. Den M3, drück das Gaspedal, die Kolben müssen schnell knallen. Dicke Karren dürfen oben nicht verdeckt sein, vom Lambo bis zur S-Line. Hier bei MF Test Drive, MF Test Drive. Drück den M3, drück das Gaspedal, die Kolben müssen schnell knallen. Dicke Karren dürfen oben nicht verdeckt sein, vom Lambo bis zur S-Line. Hier bei MF Test Drive. Das ist mein neuer Kanaltrailer. Ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr den findet, was ihr dazu sagt und ja, ich finde das Ding ist mega. Das Einzige ist,
Ich werde ihn heute noch nicht hochladen, weil ihr habt bestimmt gesehen, er ist noch ein bisschen zu dunkel. Da muss noch ein bisschen Helligkeit reingepusht werden. Das muss der Jan dann nochmal machen, weil der hat das ganze Projekt auf seinem Rechner. Der hat aber heute ist Freitag übrigens, ne, wo ich das Video hier aufnehme, hat der leider frei. Ich hatte versucht, ihn gerade anzurufen, aber er schafft es heute nicht. Deswegen setzen wir uns dann nächste Woche nochmal kurz dran und ich hoffe, im Laufe der nächsten Woche werden wir das dann irgendwann online stellen. Ja. Dann, wie gesagt, ist das Logo ist neu, das Intro ist neu, so ist Intro ist neu, der Kanal-Trailer ist neu und ihr habt es bestimmt auch gehört, es gibt jetzt mittlerweile auch ein MF Test Drive Song. So, und den können wir uns jetzt nochmal in voller Länge anhören, denn ich finde, der ist richtig geil geworden. Der passt auch voll zu mir, ich finde, das ist ein geiler Beat. Und ja, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Rapper Simba. Das Ganze ist über AK zustande gekommen, weil AK hatte auch die Idee und meinte, ey, du musst das mal ein bisschen auffrischen. Das habe ich jetzt dann auch gemacht und wie gesagt, Simba, cooler Rapper, Newcomer, weiß ich gar nicht, ist ein Newcomer noch? Ja, ist noch Newcomer, ne? Aber ich finde eine geile Stimme und ja, wir hören einfach nochmal rein. Also, fetter Song, fetter Beat, oder? Finde ich richtig geil und ja, finde ich eine geile Idee gewesen und danke an dieser Stelle nochmal Simba. Und ja, das hat er echt geil eingerappt, wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, das von mir zum dritten Advent. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen beschenkt. So, nein. Ja, ich habe mich halt selber beschenkt und habe da einfach Spaß dran und finde es super. 1850 Abonnenten sehe ich gerade. Ich hoffe, wir kriegen bis Ende dieses Jahres noch 2000 geknackt. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ne? Danke an alle, die mir bisher die Treue gehalten haben und danke, die auch immer wieder einschalten. Danke fürs fleißige Kommentieren. Ich versuche auch echt immer alles zu beantworten. Bei dem Video vom Megasound im GTI TCR, da spreche ich ja darüber, dass mich die Auspuffrohre hinten so ein bisschen... Ja, nerven nicht, aber ich finde es halt einfach schade, dass sie so dunkel sind. Und da haben ja auch ein paar drunter geschrieben, was ich da benutzen soll. Und sowas finde ich immer ganz gut. Ne? Also ich werde mir diese Produkte mal bestellen. Ich gehe mal eben hier, zack, auf Kommentare. Versuch doch mal deine Endrohre mit Autosol und einem Schwamm, gelbe Seite zu reinigen. Das werde ich echt versuchen. Also ich glaube, da hat dann noch jemand was geschrieben. Wir haben ja zwei Auspuffrohre, dann können wir es einmal auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite machen. Da, ja, macht das auf jeden Fall. Als ich meinen CS gekauft habe, waren die Endrohre so ungepflegt, dass da eine dicke schwarze Kruste in den Rändern war und darunter bekommen wir eine komische. Deswegen dann ein Remus-Auspuff. Ah, okay. Kommt sehr gut rüber. Sporttaste werde ich morgen gleich ausprobieren. Oh, ich habe immer eine Durchlade, die Rückbank offen hat, deine OPF. Schau auf meinen Kanal, Soundaufnahmen, dass du immer noch zweimal... Ja. Bezüglich der verrußten Endrohre, versuch mal Neferl Dull. So würde ich jetzt mal aussprechen. Damit habe ich noch fast alle Auspuffrohre sauber bekommen. Ja, cool. Also haben wir zwei Sachen, die werde ich mir jetzt auch mal bestellen. Ich gucke mal, wo ich das irgendwie bekomme. Ich weiß gar nicht, ob da noch einer was geschrieben hat. Da waren echt viele Kommentare. Da habe ich mich auch voll drüber gefreut und finde ich auch echt geil, wenn so ein Video von so einem Auto echt immer viele Leute erreicht. Ja, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, das nächste Woche. Dann habe ich noch für euch einen guten Tipp für ältere Autos, um durch den Winter gut zu kommen. Das nutze ich nämlich selber auch, aber dazu alles in dem Video, was dann kommt. Und ja, der Range Rover SVR, der Range Rover HSE Sport SVR, so mit 575 PS und 700 Newtonmeter, den bin ich am Dienstag gefahren. Und das Video kommt auch jetzt diese Woche, glaube ich, noch. Da bin ich gerade noch am Schneiden, tu und mach. Aber könnt euch auch darauf freuen, dass das kommt. Und ansonsten gibt es gar nicht so viele Videos in der Pipeline. Nee, eigentlich nicht. Gar keine. Nee, Range Rover. Ja, ich mache ein bisschen mit Kaebel, genau. Das habt ihr, glaube ich, vielleicht auch schon gesehen. Wer mir bei Instagram folgt, wer nicht, der kann das jetzt tun. Hier, ne, Instagram. Ja, mit dem mache ich ein bisschen was. Und da werde ich auch in Zukunft öfter auf seinem Kanal zu sehen sein. Da könnt ihr auch gerne mal folgen, wenn ihr wollt. Packe ich hier unten in die Beschreibung rein. Könnt ihr da mal vorbei switchen auf dem Kanal. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen schönen dritten Advent.
Und ja, Weihnachten ist jetzt ganz bald, ne? Bis dahin. Schreibt gerne hier unten nochmal Videovorschläge rein. Ich lese mir das auch immer durch. Manchmal kann ich halt nicht immer alles realisieren oder umsetzen, weil es für mich halt schwierig ist, die Autos zu bekommen, die ihr dann gerne sehen möchtet. Aber ich versuche halt immer alles, ne? Gut, jetzt habe ich genug gequatscht. Wir sind, glaube ich, schon sehr, sehr lang, ne? Ja, 14 Minuten haben wir auf Uhr. Ui, aber das Ganze kürzen wir jetzt zusammen. Also, bis dahin. Schönen dritten Advent. Danke fürs Einschalten. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Ciao.